Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährung. Heute mit einem ganz kurzen Update zum aktuellen Bitcoin oder Krypto-Crash, wenn man so will. Kurz gesagt, es gibt noch keine besonderen Neuigkeiten. Was ihr seht, die Kurse haben sich weiterhin nicht großartig stabilisiert. Der Bitcoin bleibt knapp über seiner 2000er-Marke und Ethereum knapp über 200. Vielleicht ganz kurz ein Hinweis dazu, warum gerade Ethereum so extrem eingebrochen ist oder auch generell die ganzen Währungen, die relativ günstig sind, wie zum Beispiel auch Ripple. Das liegt ganz einfach daran, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne sind natürlich Menschen mit wenig Ahnung sehr stark verantwortlich für die Kursentwicklung. Denn viele Menschen haben jetzt in den letzten Wochen davon gehört, hey, Bitcoin, die neuen Millionäre, man wird super schnell einfach reich mit irgendwelchen virtuellen Geldern, haben wenig Ahnung von dem Thema, aber ihr Taschengeld in die Hand genommen und rein investiert und sind natürlich überhaupt nicht vom Produkt beziehungsweise von den einzelnen Coins und deren Systematik irgendwie getrieben, sondern vielmehr von der Idee, schnelles Geld zu machen. Und wenn ihr das allererste Mal ohne viel Wissen auf irgendwie ein Pferd setzt beim Pferderennen und das verliert zweimal hintereinander, werdet ihr wahrscheinlich sofort aufhören. Und so ähnlich ist es hier auch. Die Menschen haben in Ethereum investiert. Das hat natürlich positiv dazu geführt, dass die Marktkapitalisierung sehr, sehr stark gewachsen ist in sehr kurzer Zeit. Auf der anderen Seite, jetzt, wo es eben mal so ein Hack gab beziehungsweise eine Fork und ein Problem im ganzen System, verlieren diese Menschen natürlich ganz schnell die Geduld, sehen nicht das Ganze, sondern sehen einfach nur, oh Scheiße, mein Geld ist weg. Und dementsprechend ziehen sie sofort wieder ihre Gelder raus. Das führt natürlich dazu, dass ein schneller Abwärtstrend entsteht. Und den haben wir jetzt gerade gesehen. Das ist wie so eine Kettenreaktion von irgendwelchen Wilden, die einfach glauben, jetzt, was mache ich jetzt, was tue ich jetzt? Und meinen denn, was die Masse tut, muss schon richtig sein. Ich persönlich empfehle ganz klar, hold, also nicht verkaufen. Haltet eure Ether, die ihr vielleicht viel zu teuer im Verhältnis zum jetzigen Kurs eingekauft habt. Und wenn ihr Geld überhaupt, investiert jetzt nach. Also, das ist meine persönliche Meinung. Natürlich müsst ihr selbst entscheiden, ob das für euch Risiko oder ob das Risiko tragbar ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass es hier gerade eine, ja, fiktive Kursverfall, ein fiktiver Kursverfall ist. Ich bin der festen Überzeugung, Ethereum hat seine Daseinsberechtigung, ist im Vergleich zum Bitcoin teilweise sogar noch ein bisschen ausgefeilter. Und ich glaube ganz fest daran, dass Ethereum und der Ether in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren immer wieder an Wert gewinnen werden. Ist natürlich höchst spekulativ, wie alles, was mit diesen Coins zu tun hat. Aber ich denke mal, ihr solltet definitiv nicht verkaufen aus Sorge. Ich glaube, in den nächsten Wochen wird sich das Ganze schon wieder harmonisieren. Also das Gleiche gilt selbstverständlich auch für andere Währungen wie Ripple. Auch die verliert schnell an Wert, weil eben die Leute, wenn sie investieren, sich diese Teile kaufen, die sie einigermaßen mit dem Taschengeld finanzieren können. Das heißt, in den Bitcoin zu investieren, ist für viele eine zu große Nummer. Deshalb investieren alle in kleinere, günstigere Währungen. Das hat zur Folge, dass die Kurse schnell steigen, aber eben auch genauso schnell fallen. Also lasst euch nicht immer gleich leiten, nur weil irgendwie irgendwann mal ein Kursverfall stattfindet. Und allein schon die Tatsache, dass gestern alle Kurse betroffen waren, sollte euch zeigen, dass das ein generelles Problem ist und nichts unbedingt mit Ether zu tun hat, beziehungsweise mit Ethereum. Ja? Okay, das war's von dieser Stelle. Ich wünsche euch einen geilen Abend. Macht euch keine Sorgen. Ich denke, die nächsten Videos werden deutlich positiver. Gebt mir einen Daumen nach oben und ansonsten abonniert den Kanal. Bis dann. Ciao.